Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von babyartikel.de. Ich bin die Steffi und ich habe wieder unsere Hebamme, die Anna-Maria von Mamalie, eingeladen. Dankeschön. Unser Thema heute ist Alkohol in der Schwangerschaft und wie schädlich er ist, wie er sich speziell auf Frauen und auf das Ungeborene auswirkt. Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, wie gefährlich denn der Alkohol für das ungeborene Baby ist, ist es auch nochmal sich so bewusst zu machen, wie der Alkohol denn besonders auf den Körper von uns Frauen wirkt. Ja, also im Allgemeinen ist es so, dass Alkohol ein Zellgift, ein Mitosegift oder auch ein Nervengift ist. Also bedeutet, dass es negative, toxische Auswirkungen auf verschiedene Prozesse in unserem Körper hat, auf Prozesse, die regenerativ ablaufen, die für Wachstum zuständig sind, die für Heilung zuständig sind. Wichtig ist dabei zu wissen, ihr wisst es wahrscheinlich alle, Alkohol gelangt super schnell ins Blut, also innerhalb von wenigen Minuten, braucht dann aber relativ lang, bis es tatsächlich vollständig abgebaut wird. Ein Beispiel, wenn wir eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille haben, braucht es je nachdem circa bis zu 5 Stunden, ne, bis wir wieder komplett entalkoholisiert sind. Angenommen, da wäre jetzt ein Baby im Bauch, dann wäre schon allein von der Sicht her das Kind über 5 Stunden dieser Blutalkoholkonzentration ausgesetzt. Das ist lange. Das ist lang. Und gleichzeitig ist natürlich nicht zu vernachlässigen, dass Frauen tatsächlich einfach Alkohol in der Regel nicht so gut vertragen wie Männer. Es liegt daran, die Leber ist kleiner, es sind zu wenige oder weniger von diesen notwendigen Enzymen vorhanden. Die Frauen haben einen geringeren Wasseranteil, doch dass Alkohol wasserlöslich ist, hier auch der Blutalkoholanteil höher und Frauen sind in der Regel auch kleiner. Das heißt, es sind alles Faktoren, die gleichzeitig nochmal im Vergleich zu einem Mann die Alkoholkonzentration im Blut erhöhen, was sich wiederum negativ auf ein mögliches Kind auswirkt. Anna-Maria, kannst du uns mal erklären, warum der Alkohol für das ungeborene Baby so gefährlich ist? Ja, also die heutige Auffassung der Wissenschaft ist folgende. Der Alkohol wird nicht über die Plazentaschranke zurückgehalten. Das bedeutet, dass die Blutalkoholkonzentration von der Mutter in das Kind übergeht. Das heißt, das Kind hat die gleiche Alkoholkonzentration wie die Mutter. Das alleine schon wirklich besorgniserregend, muss man ganz ehrlich sagen. Daneben ist das weitere Problem aber, dass jetzt die Leber noch nicht ausreichend ausgereift ist, um den Alkohol abzubauen, weil bestimmte Enzyme erst nach der Geburt in ausreichender Menge produziert werden. Das hat dann wiederum zur Folge, dass weil eben der Alkohol nicht ausreichend abgebaut wird, sich dieser eben auch in den Zwischenzellräumen ablagert. Das heißt, die Alkoholkonzentration ist nicht nur so lang wie bei der Mutter vorhanden, sondern länger. Mhm. Und dementsprechend auch die negativen Auswirkungen sind stärker. Das heißt, man kann ja dann eigentlich sagen, wenn man sich als Mutter wieder nüchtern fühlt und den Alkohol eigentlich abgebaut hat, hat sein Baby immer noch damit zu kämpfen. Ja. Ja, ist nicht so sozial. Was macht denn der Alkohol dann im Körper des Kindes, wenn wir jetzt gehört haben, dass der wirklich dort auch genauso ankommt? Was passiert mit dem Kind? Ja, Alkohol ist, wie zu Anfangs erwähnt, ein Mitosegift. Das bedeutet, es greift in die Zellteilung ein und hemmt das Wachstum. Also vor allem Organe, die einen besonders hohen Stoffwechsel haben oder eine besonders hohe Wachstumsrate haben, werden dadurch elementar negativ beeinflusst und eben in diesem Wachstum gehemmt. Wie zum Beispiel eben das Gehirn. Das ja eine sehr wichtige Rolle hat bei uns Menschen. Unter anderem. Wie wirkt sich denn der Alkohol in den unterschiedlichen Phasen von der Schwangerschaft auf das ungeborene Baby aus, Anna-Maria? Ja, also ganz zu Beginn der Schwangerschaft, das heißt in den ersten Wochen oder auch in der Zeit, wo man noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist, kann sich übermäßiger Alkoholkonsum oder auch ein Rausch so auswirken, dass das Kind zum Beispiel auch abgeht, also dass es zu einem Abort kommt. Man nennt es dann das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das beschreibt einfach, dass es sein kann, dass nach einem Rausch das Kind abgeht oder halt eben der Alkoholeinfluss nicht stark genug war und sich das Kind weiterentwickelt. Genau.
Es gibt aber keine bestimmte Menge, die vorhanden sein muss, dass das dementsprechend passiert. Also man beobachtet auch, dass wenn Frauen die gleiche Menge an Alkohol konsumieren, es unterschiedliche Auswirkungen auf das Kind hat. Mhm. Was in der ersten Phase der Schwangerschaft bis zur 10. Woche passiert, ist, dass sich das Kind da entwickelt und alle Organe sich anlegen. Und in dieser Zeit ist es natürlich auch so, dass bei Alkoholkonsum hier negative Auswirkungen auf die Organbildung und auf die Anlage des Babys ja, vorhanden sind. Genau. Und in dieser Phase der Schwangerschaft hat der Alkohol natürlich auch immensen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, also zum Beispiel auf die Organbildung und natürlich auch auf das Wachstum. Genau. In der zweiten Phase der Schwangerschaft, also in der Phase ab nach der 10. Schwangerschaftswoche, wenn alle Organe angelegt sind, sieht man vermehrt, dass der Alkohol vor allem kognitive Störungen auslösen kann, dass Nervenbahnen sich nicht korrekt vernetzen, dass das Gehirnwachstum stark beeinträchtigt wird und sich deswegen bei den Kindern unter anderem zum Beispiel kognitive Störungen und Fehlbildungen und Missbildungen ausbilden. Also unterm Strich gesagt, zu Beginn der Schwangerschaft kann es zu einem Abort führen, muss aber nicht sein. Wenn es zu keinem Abort kommt, kann es sein, dass es zu einer sehr starken Beeinträchtigung des Kindes kommt. Also genau, zu Missbildungen und Wachstumsstörungen im Verlauf und natürlich auch, dass die Gehirnentwicklung entscheidend beeinträchtigt wird. Wie ist das denn, wenn wir jetzt gleich zur nächsten Frage kommen, zum Thema alkoholfreies Bier? Ist das denn erlaubt in der Schwangerschaft oder auch gar nicht? Ja, an für sich ist alkoholfreies Bier theoretisch erlaubt in der Schwangerschaft. Da kann man so ein bisschen näher schauen, was diese Deklaration alkoholfrei bedeutet. Mhm. Alkoholfrei bezeichnet eben, dass das Bier 0,5% Alkohol hat. Das bedeutet, es ist nicht komplett ohne Alkohol, sondern eben halt dieser Anteil von Alkohol ist sehr minimal. Das ist ähnlich wie zum Beispiel auch in Säften, also durch den Gärungsprozess zum Beispiel auch von Apfelsaft entsteht auch so ein kleiner Anteil von Alkohol, der drin ist. Oder alkoholfreien Sekt oder Wein, wahrscheinlich genau. Genauso, oder? Genau, das ist genauso. Es gibt ja dann diese Bezeichnung ohne Alkohol. Ohne Alkohol bedeutet wirklich 0,0%. Alkoholfrei bedeutet 0,5 bis 0,5%. Das bedeutet, du solltest natürlich auch nicht exzessiv alkoholfreie Getränke trinken, aber ist es tatsächlich erlaubt? In kleinen Mengen zum Anstoßen mal. Genau, für ein Event mal ein Gläschen zu trinken. Genau. Regelmäßiger Verzehr ist trotzdem nicht empfohlen. Das heißt, wenn man sich ganz sicher sein will, dann nimmt man einfach das mit 0,0%. Ja, genau. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dass alkoholfreies Bier in der Stillzeit gut für die Milchbildung sein soll. Hilft das denn wirklich? Also kann man das machen? Ja, also das ist ein sehr alter Brauch. Gell? Immer wieder kommt er vor. Also es ist bei mir nicht in der alltäglichen Empfehlung drin, Bier zu trinken in der Stillzeit. Aber man kann das schon mal machen initial. Vor allem in den ersten Tagen wird es manchmal gern gemacht, dass man halt mal ein Karamalz oder ein alkoholfreies Bier trinkt, weil eben Gerste und Malz die Milchproduktion anregt. Das kommt einfach daher, weil Forscher haben herausgefunden, dass es die Prolaktinausschüttung anregt. Und Prolaktin ist ja eines der wichtigsten milchbildenden Hormone, also die Hormone, die eben dafür zuständig sind, dass du ausreichend Milch hast. Genau. Deswegen, wenn es jetzt am Anfang noch nicht läuft, dann kannst du auch mal ein alkoholfreies Bier nicht zu kalt trinken. Dann kann es sein, dass du zum einen bekommst du einen Kalorienschub, einen Energieschub. Es ist ja sehr hochkalorisch. Das ist einfach wichtig, um Milch produzieren zu können. Und eben durch Gerste und Malz kann eben durch die erhöhte Prolaktinausschüttung eben das einen positiven Effekt auf die Milchbildung haben. Genau. Ich würde es aber mehr initial sehen und nicht als ja, dauerhaftes Stillgetränk sehen. Genau. Also wenn ihr Probleme bei der Milchbildung habt, dann könnt ihr das ja einfach mal ausprobieren und schauen, ob es hilft. Genau. Kann man mal machen.
Dann sind wir auch schon am Ende von diesem Video angelangt. Wir fassen nochmal für euch kurz zusammen, was wir besprochen haben. Okay. Und zwar, ja, jeder Schluck Alkohol ist in der Schwangerschaft zu viel. Also auch wenn man sich denkt, ein Glas Sekt oder so, kann das schon enorme Auswirkungen aufs Baby haben, ja, weil es ja eben auch länger im Blut bleibt, genau, als jetzt ja, die Mutter das verarbeitet quasi. Genau. Und wenn ihr aber gern mal anstoßen wollt auf einer Feier, dann könnt ihr das ja auch mit alkoholfreiem Sekt oder Bier machen, eben halt in kleinen Mengen, dass man es eben bewusst genießt ab und zu mal. Genau. Und da wir das Video sehr allgemein gehalten haben, haben wir noch ein weiteres Video für euch gemacht, was die tatsächlichen Auswirkungen körperlich wie auch geistig zeigt bei den Babys und bei den Ungeborenen sowie auch bei den Babys, nennt man dann FASD-Syndrom. Wenn euch das interessiert, dieses Thema besprechen wir im Folgevideo. Genau, verlinken wir euch auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.